So, liebe Leute, willkommen auf dem Kanal Pokécrew. Willkommen zurück zu einem Opening. Paldeas Schicksale. Ich hatte ein bisschen Glück am Pre-Release-Tag, das Ding zu bekommen. Ich bin durch den Mediamarkt gegangen, eben. Und dann habe ich die Box gefunden. Haben die schon. 54 Euro. Ist ein bisschen Geld. Also ist eigentlich normaler Preis, wie es in so Läden wie Müller, Mediamarken so mal ist, wenn ihr nicht gerade bei speziellen Händlern guckt, wo ihr Prozente bekommt oder so. Es gab auch die Blister, aber die waren übertrieben teuer. 23 Euro für drei Packs mit einer Promo und den Sticker. Also ich denke, den gibt es bestimmt demnächst auch woanders günstiger. Und ich krieg noch in einem gewissen Laden wahrscheinlich Prozente. Und dann hole ich mir dann die Blister. Aber die Box wollte ich nicht verpassen. So, ich würde sagen, reden wir nicht lange. Machen das Ding auf. Und ich hoffe, es kommen ein paar gute Hits. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der komplett geiert auf alles. Aber so ein paar Karten fände ich schon geil, so Shiny Tauboss, den möchte ich mir jetzt holen. Tauboss muss ich mir noch bestellen, so würde ich mir einen Tauboss einmal sparen. Glurak natürlich, Epitaph, Espinodon, Frospino, die ganze Reihe so. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, was hier so bei rauskommt. Also, dann legen wir los. Einmal hier haben wir die Hülle drumherum, keine Bilder drin im Inneren. Bei Paradox Rift waren da coole Bilder. So, dann haben wir einmal hier das Heft. Hier können wir natürlich gucken, was da alles so drin ist. Da gucke ich jetzt mal ganz kurz rein hier. Bei den Shinies zum Beispiel. Was habe ich gesagt? Wenig Bilder. Jetzt kommen die Pflanzen-Shinies. Clumanda natürlich geil. Clutexon-Shiny wäre auch geil. Dieser Stami wäre sogar auch cool. Könnte ich mein Garados-Deck vielleicht gebrauchen. Mal schauen. Espinodon, Frospino, Crispino halt. Ne? Rasaf, Mankey, Epitaph, beziehungsweise ja, Mankeys und Epitaph. Dann Taubsi wäre cool. Tauboss bei den EXen ist hier hinten. Oh, Gravaloro auch. Auf den hätte ich auch Bock. Auf Mio. Also es gibt doch ein paar Karten, die ich cool finde. Hier Baojun, Miraidon, Koraidon wäre geil. Der Glurak auf jeden Fall. Der wäre auch cool, aber auf den schwitze ich jetzt nicht so. Den finde ich cooler. So, ich hoffe, ich werde Richter auch cool. Ein paar neue Trainerkarten wird. Auf jeden Fall. Reden wir nicht lange über die Karten, aber die Box sieht schön aus, die glänzt schön. Also in echt sieht das gut aus. Hier sieht man es auch relativ gut, wie das schön rainbow-mäßig glänzt. Ist schon nicht schlecht. So, dann hier dieser Schutz. Mach ich mal zur Seite hier. Oh, Code-Karten. Oh, Code-Karten für das Spiel hier. Oh, nicht den Code zeigen. So, ich hoffe, den löse ich aber vorher ein, bevor ich das. So, Energy-Cards. Braucht keiner. Hat eh jeder genug. So, dann Marken. Was haben wir hier für Marken? Marken haben wir, ja, so lila-grau ist okay. So, dann die Trainer. Dann haben wir, die Promo. Mimikyu, Mimikma. Ist eine schöne Karte, ist ein sehr schönes Artwork, finde ich. Ich finde wirklich ein sehr schönes Artwork. Wirklich, sehr schöne Karte. So, legen wir auch mal zur Seite. So, die Hüllen. Sieht auch gut aus. So, die Karte behalte ich nämlich. So, jetzt bin ich einmal wieder gegenkommen. So, neue Packs. Kontrollieren wir mal, ob es 9 sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut. Ich bin gespannt, was ich ziehe. Also ich hoffe wirklich, dass Azucladis, Trafogita, glaube ich, Herrerschei, Pigga. Nochmal ein Azucladis, da, der, ein Pigga und noch ein Azucladis. Dann würde ich sagen, das machen wir als letztes, weil das Azucladis mehr ist, so mache ich das nämlich immer. Dann fangen wir einmal von links nach rechts immer an, die Packs. Und dann das als letztes. So, dann los geht's. Oh, die Packs fühlen sich irgendwie ganz anders an. Die sind irgendwie, ich glaube, die gehen leichter auf. Muss ich mir echt gut vorstellen. So, dann los geht's. Erstes Pack. Direkt geht's mit einem Glumanda los. So, jetzt habe ich wieder die Code-Karte, Mann, dass die so rumgedreht sind. So, also Energiekarten raten wir schon mal. Ich sag Feuer. So, ihr könnt ja mitraten und am Ende in die Kommentare schreiben, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Ich sag Feuer, Wasser. So, machen wir ein bisschen Platz. So. So, ein bisschen eng hier. So, dann los geht's. Also, eine Basis Wasserenergie. Ein Gluman. Oh, Nimila in Purpurform. Magma. Gierspenst. Elfun. Rassaf. Geht's los? Ne, jetzt geht's erst beim nächsten Slot los. Mobtiff. Palim. Und. Oh, direkt! Oh mein Gott! Direkt, Alter, direkt. Das ist doch.
Das ist eine Art Rare Character? Wie nennt man das? Ultra Rare? Ist das eine SRS oder wie es heißt? Digga, direkt ein Hit, Alter. Direkt schon gegönnt. Paldea Schüler. Schöne Karte, schöne Karte. So, wo habe ich meine Höhlen? Weiß ich jetzt nicht. Egal, den Karten passiert nichts. Nicht ausrasten, nicht ausrasten. Den Karten wird nichts passieren. So, nächstes Pack. So, direkt mal die Code-Karte wieder zuhalten. Ich schieß die vorher alle ein. So, weg damit. So, Code-Karte weg. Ich sag Blitzenergie. Metallenergie. So, also ich habe noch keinen Punkt. Wie sieht's mit dir aus? So, dann ein Pikachu. Ich habe auch Bock auf so ein paar Bälle, so ein paar spielstarke Karten. Mankey, Sweeps, Buckel. Oh, was Krisenhieb. Okay, wow, 280. Bro, Digga, und du kannst die Attacke nur einsetzen, wenn der Gegner genau eine Preiskarte hat. Glutexo. Oh, schon wieder Paldea Schüler. Oh, da ist was. Oh, Taubogan Shiny. Let's go. Und ein Hitzerotom, auch noch nicht gehört. Geil, Digga. Schon mal zwei Hits, zwei Packs, zwei Hits. Wenn das so weitergeht, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht gleich nochmal in den Mediamarkt drin und noch so ein Ding hole. Nee, da bleibe ich jetzt geduldig. Ich gehe auf die Blister. Günstiger, also schon, wenn ich schon wieder eine doppelte Trainerbox, das habe ich bei Paradox Rift nämlich gemacht. Habe ich mir zweimal Eisenbündel geholt, weil es Donnersichel nicht gab und ich hatte unbedingt Bock Packs zu öffnen. Ich sag Wasserenergie. So, dann los geht's. Oh, jetzt kommt die Blitzenergie. Okay, los geht's. Paldea Filino. Natu, sehr schön. Apollo. Hefel. Label. Heißt ja nicht Clavel. Ah, Label ist das ja, der Agent. Voltrian. Oh, Enigmara, sehr schön. Waumboll. Nemila in Holo. Und Forschung des Professors. Kann man auch mal gebrauchen. Sind ein paar spielstarke Karten dabei, so die lege ich schon mal raus, die spielstarken. So, der Rest geht dann darüber. So, nächstes Pack. Drei Stück haben wir. Schon zwei Hits. Zwei Hits. So, jetzt machen wir das anders da. So, das ist dann mal weg. Ich sag Metall. Oh, Pflanze. So, weiter geht's. Zuro-Kex. Fleckneul, Lampi, Gruff, Fragrons, Hyperball, sehr schön. Famibs, Gengar, Hefel, Epitaph, schade. Epitaph in normal, erstes Pack, was nicht so richtig gönnt. Also, okay, da war ein Hyperball dabei, spielbare Karte. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Pika-Pika-Pack. Okay, dann machen wir Energiekarte, sag ich, Unlicht, Feuer. Okay, Paldea Schüler, Nebulak, Palimpalim, EFEM, Kaokto, oh, Generator, sehr gut. Die Karten fühlen sich irgendwie ein bisschen anders da an von hier. Don Fan, Lampi, Paldea Filino und Mark Brandt. Zweites Pack ohne Gönnung. Also, ohne größere Gönnung. So, vier Stück noch zu gehen. Weiter geht's mit Kranfogita war es. Irgendwas mit Gita. So, schon wieder ein Paldea Schüler hier am Anfang. Dann Energiekarte. Ich sag Blitz. Psycho. Gut, Paldea Schüler. Pikachu. Palimpalim. EFEM. Schon wieder ein Elektrogen. Donphan, Shugi, Mobtiff, Deden und Knattertox. Jetzt sind es nur noch drei Packs, ne? Ich habe jetzt zwei Hits. Ein paar spielerische Karten sind da. Okay, ist nicht verkehrt. Ah, das ist aber schon mau jetzt ein bisschen. Also ich meine, gut, noch drei Packs sind am Start. Jetzt kriege ich das hier gerade nicht auf. Jetzt aber. Drei Packs sind noch am Start. So, Energiekarte sag ich Feuer. Metall. So, oh, Quatsch. So. Deden. Fani, süß. Fleckneul. Tentagra. Ilfon. Emilas Rucksack. Okay.
Curlia oder Kirlia, Forschung des Professors. Famibs und Raichu. Den hatte ich auch schon, der war doch in Mew eigentlich drin. Den hatte ich noch nicht. Das gibt's doch nicht. Nur noch zwei Packs. Zwei Hits, okay. Die Hits sind echt okay. Ich sehe gerade Video, man sieht das Bild von Tauboga gar nicht. So, Energiekarte sage ich Wasser. Kampf. Deden. Frospino, sehr schön. Kloptopus. Tentakra. Shugi. Elfon wieder. Nimilas Rucksack wieder. Mopex. Yes, Alter, ich hab Taubos gezogen. Einer meiner Ones. Let's go, Digga. Und nochmal Mopex, Digga. Let's go. Einer meiner Ones. Jetzt muss ich nur noch einen bestellen. Und dann habe ich Taubos sogar einfach in Shiny mit Tauboga. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Das ist eine Gönnung. Der wird bestimmt locker so ein Shiny. Der ist ja normal schon in dem Artwork so über 10 Euro wert. In Shiny ist der locker 15 bis 20 Euro. Wichtig, wichtig. So, letztes Pack, ne? So, wie sagen die Leute immer so, Last Pack Magic oder so irgendwas? Komm, jetzt einfach ein Klurak da rein oder so. Wäre geil. Oder irgendeine von den anderen, die ich wollte. Ich mach's gerade hinter der Cam auf. So, ich sag Energiekarte. Komm, einen Punkt hole ich jetzt. Kampf. Nein, und Licht. Okay, dann los. Kamaup. Tansa. Frospino wieder, sehr schön. Sonderbonbon, sehr schön. Gengar, Curlia, Irokex. Jetzt komm. Es ist was. Nee, es ist nicht. Scheiße. Forschung des Professors und nochmal Forschung des Professors. Zweimal Forschung des Professors. Das sind zwar alles spielstarke Karten, so. Aber what? Ich habe dich jetzt schon 50 Mal gezogen. Okay, also drei Hits. Taubos. Tauboga und Shiny und Paldea-Schüler ist eine ganz gute Ausbeute. Also mit Taubos bin ich auf jeden Fall übelst zufrieden. Alter, richtig gut. Also, Tauboga, das war der erste. Ne, Paldea-Schüler war der erste. So, hab ich schon nach hinten gemacht. Paldea-Schüler. Tauboga. Und Taubos, einer meiner Ones habe ich gezogen. Ich habe gerade so Bock, mehr aufzumachen. Aber da warte ich lieber mit dem Geld und alles, bis ich die ein bisschen günstiger kriege. Wenn ich ein paar Tage warte, zwei Tage oder so. So, auf jeden Fall, das war das Opening. Hier sind die Hits. Hüllen kommen gleich sofort. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. So. Dann, wir sehen uns beim nächsten Video. Mein Bruder macht wahrscheinlich auch heute oder morgen ein Opening. Und dann könnt ihr mal gespannt sein, was der zieht. Also, viel Spaß!